Wir reisen 11 Jahre in die Vergangenheit und werden den allerechten Herobrine in der originalen Welt erleben. Denn dieser Screenshot hier wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. Denn hier sehen wir Herobrine in einem Nebel. Ganz, ganz unscharf. Und diese Version ist die Alpha V1016-02. Diese Version werden wir spielen. Wir werden die gleiche Welt spielen. Wir werden den gleichen Ort finden. Und wir werden Herobrine finden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das gut findet, dass ich Herobrine versuche, auf frischer Tat zu ertappen. Denn es gibt diese eine Internetseite, wo es einige Hinweise gibt, wie man Herobrine finden kann. Und zwar sehen wir schon, hier ist ein Seed. Dieser Seed hier ist der offizielle Seed von der Herobrine-Welt. Und wir haben die Alpha-Koordinaten. Wir haben die modernen Koordinaten, wir haben den Kamerawinkel, wir haben alles und wir haben vor allem diese Welt hier. Leute, wie gesagt, ladet euch nicht einfach Links herunter oder irgendwelche Welten herunter von irgendwelchen Internetseiten, denn es können immer Viren vorhanden sein, aber ich mache das jetzt mal. Und Freunde, da sind wir einfach mal 11 Jahre in die Vergangenheit gereist. Ja, die Version 1. noch irgendwas sollte das sein und wir sehen, das ist die Welt, die wir uns heruntergeladen haben. Ich gehe mal in die Welt rein, denn diese Welt werden wir noch modern machen. Das heißt, wir müssen die von einer alten Version in die neue Version bekommen. Und das hier, Freunde, ist genau der Kamerawinkel. Oh mein Gott, ich dachte einfach, links ist Herobrine. Habt ihr es gerade gesehen in diesem Nebel? Oh, das war, glaube ich, eine Kuh. Auf jeden Fall sehen wir, das ist die Alpha-Version, wie auf dem Screenshot. Das ist genau der gleiche Winkel. Es ist alles gleich. Und hier wurde Herobrine vor 11 Jahren gesichtet. Und diese Kuh links im Bild macht mir echt Angst. Ich habe meine Maus extra noch nicht bewegt, weil das genau der richtige Kamerawinkel ist. Wenn ich jetzt meine Maus bewege, ist der Kamerawinkel verschoben. Wir sehen, natürlich ist in der 11 Jahre alten Version einiges anders. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall diese Welt in eine neue Version konvertieren. Wir haben ja, wie gesagt, bereits den Seed. Und ja, sehr interessant ist auf jeden Fall hier dieser Berg. Den werden wir uns auf jeden Fall merken. Und wir haben ja auch in der neuen Welt die Koordinaten von der Internetseite. Das heißt, wenn ich diese Minecraft-Welt in eine neue Version wechsle oder umwandle, haben wir auch die Koordinaten von diesem Berg. Und ich denke mal, dass wir Herobrine auf jeden Fall in dieser Welt treffen werden. Wie gesagt, wir müssen die Welt auf jeden Fall nur mal etwas neuer machen. Denn, ja, das ist eine sehr, sehr alte Version. Hier haben wir noch nicht so viele Möglichkeiten. Minecraft sieht auch komplett anders aus. Wir sehen alleine hier, die Kühe springen so super komisch herum. Und ja, wir können auch nicht sprinten. Wir haben keine Hungerbalken. Es ist alles, wirklich alles anders. Und alleine meine Spitzhacke geht so schnell kaputt. Ich meine, schaut euch das mal an. Meine Spitzhacke ist jetzt schon wieder kaputt gegangen. Es ist der Wahnsinn. Aber Freunde, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal, diese Welt umzuwandeln. Und ich hoffe, dass das Ganze funktioniert. Ich speichere die Welt, wie gesagt, ab. Zack, wir sehen Singleplayer. Die Welt heißt Welt 1, also World 1. So Leute, ich bin jetzt in einer neuen Version unterwegs und habe es geschafft, auf jeden Fall die Map zu konvertieren. Das hier ist die Welt und wenn dieser Seed stimmt, beziehungsweise wenn die Welt richtig ist, müsste der Seed genau der gleiche sein, der auf der Internetseite stand. Das ist genau der hier. Ich habe mir den unten links einfach mal kopiert und hier eingefügt. So, ich schreibe den einfach mal in den Chat herein. Okay, ah, jetzt hat es kurz geruckelt. So, das heißt, wenn ich jetzt slash Seed eingebe, müsste genau dieser Seed herauskommen. Und es ist genau der Seed. Leute, schaut euch das an. Wir sehen, das ist die originale Herobrine-Welt. Nur in einer neueren Version. Denn wir sehen, wir sind anscheinend nicht mehr an diesem Berg, wo wir damals, oder wo Herobrine ursprünglich mal gesichtet wurde. Wir checken nochmal kurz die Koordinaten ab, denn die Koordinaten scheinen auch nicht die richtigen zu sein. Ich würde einfach mal sagen, ich bewege mich mal zu den Koordinaten dahin oder ich tippe mich mal kurz hin. Denn das hier müssten die Koordinaten sein, um zu Herobrine zu kommen. Ich schreibe das mal ganz kurz hier weg, weil das von der Internetseite kopiert war. Und okay, Leute, ich habe mich jetzt hier hin teleportiert, aber wir sehen durch das Umwandeln von dieser Welt, scheint die Welt sich komplett verändert zu haben. Wir landen jetzt irgendwo im Wasser, sind aber auf jeden Fall bei den richtigen Koordinaten. Okay, das heißt, ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber
es ist ja immer noch die richtige Herobrine-Welt. Und wir werden jetzt auch nach Beweisen suchen, dass Herobrine hier in dieser Welt sein muss. So, Freunde, ich habe es jetzt auch nochmal geschafft, die Welt in die allerneueste Version reinzubringen. Also wir sind jetzt wirklich in der Version 1.20.1. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob wir hier noch irgendwelche geheimen Sachen in der Welt finden werden. Denn Herobrine soll sich hier wirklich verbergen. Und er soll auch geheime Zeichen in dieser Welt hinterlassen haben, so wie ich das hier verstanden habe. Und zum Beispiel da hinten, da ist Feuer. Oh mein Gott. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Oder ist da Lava? Also sonst macht es für mich keinen Sinn. Ah, okay, da ist Lava. Da ist Lava. Ich wollte schon sagen, hätte sonst gar keinen Sinn gemacht. Aber wie gesagt, hier sollen wohl in dieser Welt geheime Zeichen sein und da bin ich echt gespannt drauf und wir sollen Herobrine auf jeden Fall finden können in dieser Welt. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns erstmal jetzt ans Holz hacken und ihr seht wahrscheinlich schon, ich habe unten links auch noch eine Sprachchat-Mod in Minecraft. Nicht, weil ich auf dem Server bin oder so, also man sieht es jetzt hier auch gerade nochmal, ich bin nicht in einem Server, aber ich dachte mir so, wie geil wäre das denn, wenn ich mit Herobrine sprechen kann. Deswegen immer, wenn ich ja in mein Mikrofon reinspreche, sehen wir auch unten links ein Mikrofon aufploppen. Da ist gerade meine Facecam. Also normalerweise ist da meine Facecam. Deswegen wundert euch nicht, wenn da ein Mikrofon ist. Und Leute, ich bin wie gesagt so gespannt drauf, ob wir Herobrine jetzt hier gleich finden werden. Also besser gesagt, wann wir Herobrine hier finden werden. So, Spitzhacke ist auf jeden Fall schon mal gemacht. Und wir suchen einfach mal nach geheimen Zeichen in dieser Welt. Denn das ist natürlich auch das, was uns jetzt hier am meisten interessiert. Diese geheimen Zeichen. Sondern schauen wir mal nach. Denn es sollen wohl auch hier irgendwie so Pyramiden hinterlassen worden sein von Herobrine. Also keine richtigen Pyramiden, sondern so ganz kleine Pyramiden, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt natürlich noch nichts gefunden. Und ich gebe nochmal ganz kurz hier in den Chat ein /Seed. Und ihr seht auch, der Seed ist immer noch unten links der richtige. Also da hat sich nichts verändert, trotz Versionswechsel. Und wir sehen, ist hier irgendwas? Hier, ja, das meine ich mit Pyramiden. Das ist eine von diesen Pyramiden. Okay, wir bauen die mal ab. Was ist aus Moosstein eine Pyramide gebaut? Also so eine ganz kleine Pyramide. Scheint aber nichts Spezielles zu sein anscheinend. Und, okay, das ist krass. Das ist krass. Hier sehen wir schon ein Zeichen, wovon ich gesprochen habe. Wir sehen hier einfach mal ein Kreuz aus Eisen gebaut. Das ist auf jeden Fall alles aber nicht normal. Habe ich gerade was gehört? Hey, man bildet sich hier schon Sachen ein in dieser Welt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir nehmen aber sofort auch dieses Eisen mit und machen uns auf jeden Fall dann eine Steinaxt, würde ich sagen. Alter, das ist gruselig. Schaut euch das mal an. Ein Kreuz aus Eisen gebaut. Also wir sehen, Herobrine ist auf jeden Fall unter uns. Er versteckt sich nur hier, wie gesagt, noch im Spiel. Aber wie gesagt, wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen ein bisschen Zeit mitbringen. Und im Laufe des Spiels wird uns Herobrine sehr bestimmt auch noch weitere Zeichen senden. Und ich muss auch sagen, ich bilde mir die ganze Zeit ein, irgendwelche Sachen zu hören. Jetzt habe ich mir die Axt gemacht. Die wollte ich mir eigentlich gar nicht machen. Aber egal, dann machen wir jetzt noch eine Axt und eine Steinspitzhacke noch hinterher. Das Problem ist jetzt, Eisen können wir halt schlecht mitnehmen, wenn wir keine Steinspitzhacke haben. Deswegen, zack, hier nochmal eine Spitzhacke machen. So, da sehen wir schon Sticks und hier haben wir dann die Spitzhacke. Also, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch in der Nacht erst erscheinen wird. Also irgendwie so gegen Nacht. Das wäre zumindest für mich kein Wunder. Okay, jetzt sehen wir hier. 5 Eisen konnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, 5 Eisen. Nee, 6 Eisen. 6 Eisen haben wir sogar. Umso besser. Okay, Leute. Also vielleicht kann ich auch, wie gesagt, mit Herobrine sprechen. Da bin ich natürlich am meisten gespannt drauf. Und laufen wir mal ein bisschen weiter in der Welt herum. Denn ich hoffe immer noch, dass wir weitere Signale finden. Also Pyramide haben wir bis jetzt gefunden. Wir haben ein Eisenkreuz gefunden. Sonst war es, glaube ich, bis jetzt mit den Signalen hier. Ein bisschen Holz nehme ich auch noch mit, weil er soll auch in der Mine auftauchen. Das heißt, wenn wir in der Mine unterwegs sind, soll er wohl einfach auftauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein Villager-Dorf gefunden. Auch sehr, sehr nice. Wenn hier noch Heu am Start wäre, wäre das echt... Da oben ist Heu. Okay, dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Ich wollte nämlich sagen, dann ist es echt perfekt, damit wir zumindest was zu essen haben. Fackeln sind ja auch ein paar am Start. Wir können uns bestimmt auch was bei... Oder gibt es hier einen Schmied? Ich habe hier gerade spontan keinen Schmied gesehen. Aber hier ist bestimmt irgendwo noch ein Schmied. Und da, genau da oben. Ich wollte schon sagen, hä, habe ich mir das eingebildet mit dem Weizen? Aber ich glaube nicht. Hier vorne, genau, da vorne. Schaut euch das mal an, da hinten. Da ist einfach mal... Das sind so Bäume, aber die so kaputt sind. Ey, da müssen wir mal hingehen. Da müssen wir mal hingehen. Leute, wir haben schon ein weiteres Zeichen gefunden, dass Herobrine hier unter uns sein muss. Also es wird immer interessanter. Ich glaube auch, wir bleiben dann in diesem Villager-Dorf hier. Oder zumindest in der Nähe.
Weil wenn diese Bäume schon so verflucht aussehen, dann muss das ja heißen, dass Herobrine hier irgendwo sein muss. Oder zumindest mal hier in der Nähe war. Vielleicht hört er uns jetzt gerade auch. Herobrine, komm raus, wenn du uns hörst. Okay, Leute, das ist interessant, das ist interessant. Zwei verschiedene Holzsorten, wo einfach mal die Blätter fehlen. Und wir sehen auch, dass dahinter wieder alles normal aussieht. Es ist wirklich nur in einem Bereich so. Also so komisch. Alter Schwede. Und das sind sogar Fackeln. Das sind sogar Fackeln. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas schief. Hier geht auf jeden Fall... Das ist sogar im Wasser. Schau ich das mal an. Ist das eine Spur? Okay, aber hier sehe ich nicht noch mehr Fackeln im Wasser. Doch, da hinten sind noch mal Fackeln. Da hinten sind noch ein paar Fackeln. Also anscheinend hat uns Herobrine hier so eine Spur hingelegt. Noch mal Fackeln? Doch, hier ist noch eine Fackel. Aber das war's. Okay, 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 okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Was ist das? Ah, ich dachte schon, da ist noch was. Ich dachte jetzt schon, da ist noch so ein Loch. Aber ab hier sieht auch wieder alles komplett normal aus. Hier sind die Bäume auch wieder ganz normal. Nee, warte mal, da hinten geht's noch weiter. Da hinten geht's noch weiter. Wenn ich mich nicht verschaut habe. Da hinten geht es erst so richtig los, habe ich den Eindruck. Schaut euch das mal an da hinten. Der ganze Berg ist ja irgendwie ohne Bau. Also das sind zwar so die Bäume, aber keine Blätter. Hier ist sogar, warte mal, da ist doch sogar ein Baum abgebaut worden. Hier waren wir nicht. Hier waren wir nicht. Hier bin ich mir sicher, dass wir nicht waren. Also hier, nee. Hier waren wir hundertprozentig nicht. Okay, Wasser fließt da anscheinend auch runter. Kann sein, dass es auch ein komisches Zeichen ist. Alter, ich muss sagen, ich habe gerade schon ein bisschen Angst. Okay, viele Redstone-Fackeln an den Bäumen. Ey, das ist gruselig, Leute. Das ist richtig gruselig. Also diese Welt, dass die genau so aussieht, das hätte ich echt nicht erwartet. Und es wird auch langsam dunkel. Ich hätte mir eigentlich ein Bett nehmen sollen aus dem Villager-Dorf. Okay, Wasser fließt hier auch herunter. Vielleicht sollten wir sogar unser Haus einfach hier hinbauen. Irgendwie auf dem Berg. Die Landschaft spricht ja schon für sich, dass hier anscheinend irgendwie Herobrine zumindest mal gewesen sein muss. Also das, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Und vielleicht hört uns ja Herobrine hier auch noch durch den Sprachchat. Okay, und hier ist wieder alles normal. Leute, ich muss sagen, sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Sehr, sehr gruselig. Wir haben jetzt natürlich auch keine Kohle oder so am Start. Damit wir... Ah, doch, da vorne ist Kohle. Sehr gut. Dann hole ich mir mal ganz kurz ein bisschen Kohle und mache uns vielleicht ein Haus. Wobei, wisst ihr was? Ich gehe noch zu diesem Villager-Dorf rüber. Ich muss mir ein Bett holen, weil sonst können wir schon nicht schlafen gehen. Also sehr, sehr heftig, Freunde, was wir jetzt bislang schon hier gesehen haben in diesem Villager-Dorf. Aber, wie gesagt, ich schnapp mir jetzt einfach mal hier so ein Bett... Ah, ich wollte nicht schlafen gehen. Ah, okay. Nee, ich wollte einfach nur ein Bett holen. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen in den Kisten drin. Aber ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen abseits positionieren. Ich würde sagen, ich positioniere mich einfach mal dort hinten in diesen kleinen kaputten Wald. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Also dieser Wald hier, nicht auf dem Berg. Da ist ein... Okay, da ist ein Enderman. Da ist das aber ganz normal. Das ist ganz normal, Leute. Da ist nur ein Enderman. Ist hier auch irgendwo Herobrine. Egal, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir gehen einfach mal... Wir gehen... Wobei... Oder sollen wir einfach mal schlafen gehen und gucken, was passiert? Vielleicht wäre das keine schlechte Sache. Ich baue mir einfach so ein ganz, ganz provisorisches Haus. Einfach nur aus Holz. Um zu gucken... Was passiert, wenn wir schlafen gehen? Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Monster ist gestorben. Ganz viele Creeper sind um uns herum. Dann, wir haben jetzt hier gesagt, hier Holz. Ich mache mir kein schönes Haus, ne? Also ich habe jetzt auch nicht so viel Material. Reicht es jetzt auch nicht aus, um uns ein super schönes Haus zu machen? Hauptsache, wir haben, wie gesagt, ein Haus. Ich höre Monster hinter uns. Ja, das ist ein Monster. Okay, da habe ich mich doch nicht verhört. Man bildet sich halt auch mittlerweile schon ein, dass hier irgendwo Herobrine sein muss. Das heißt, das Verrückte da dran. Hier auch noch ein bisschen hochziehen. Und am besten wären natürlich noch Glasscheiben. Aber wir haben auch gar keinen Stein. So, ja, Kohle haben wir jetzt auch nicht mitgenommen. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Fackeln, würde ich sagen. Dann haben wir wenigstens so ein bisschen Licht. Ist zwar ein bisschen gruselig, weil wir jetzt einfach mal dieses Redstone-Licht nutzen. Aber überhaupt ein Licht zu haben, ist gar kein Licht zu haben. Und danach hätte ich gesagt, gehen wir einfach mal in die Mine rein. Weil bislang wirkt es ja wirklich so, als würde Herobrine sich nur über diese Zeichen zeigen. So, dann mache ich jetzt hier noch so provisorischen Dach hin. Und dann passt das auch, würde ich sagen, fürs Erste. Wie gesagt, mein Ziel war es jetzt auch nicht, das schönste Haus hier zu bauen oder so. Hauptsache, wir haben Haus. Crafting Table können wir auch platzieren. So, zack. Und am besten noch eine Tür. Genau, eine Tür bräuchten wir auch noch. So, dann bauen wir einfach mal das hier ab, dieses Holz. So, Crafting Table. Wo ist der Crafting? Hä? Habe ich den Crafting Table nicht mitgenommen? Okay, ich bin das gerade schon voll perplex, muss ich sagen. Leute, ihr seht, wie lost ich bin. Ich habe es euch gesagt. Das ist ein Undrowned. Ich wollte schon sagen, die Sounds haben mich schon wieder fast nachdenken gebracht. Okay, so, dann machen wir das jetzt zu. Und anscheinend wirkt es ja so recht recht harmonisch, ne, auf den ersten Blick. Ich schaue mich nochmal kurz ein letztes Mal um, bevor wir jetzt hier schlafen gehen. Aber zumindest sehen wir jetzt hier kein Herobrine weit und breit. Ich sehe kein Herobrine. Ich würde sagen, dann haben wir schon mal die erste Nacht oder den ersten Tag geschafft. Gehe ich jetzt mal von aus. Zack, wir gehen schlafen.
Und dann gehen wir jetzt am nächsten Tag nämlich in die Mine, weil ich habe gehört, dass, wie gesagt, Herobrine auf jeden Fall da auch auftauchen soll. So, zack, dann gehen wir mal in die Mine rein. So, ich bin jetzt hier gerade nochmal ein paar Steine am Abbauen, weil ich mir noch einmal einen Ofen machen wollte, weil ich unbedingt zu Hause Glasscheiben platzieren möchte, weil ich will auf jeden Fall auch sehen, ob Herobrine irgendwie um uns herum ist. Es funktioniert allerdings nur, wenn wir natürlich auch eine Sicht nach draußen haben. Deswegen mache ich mir jetzt ja auch nochmal ganz schnell so eine Schaufel und ich baue nochmal ein bisschen Sand ab. So, jetzt sehen wir hier, das reicht eigentlich auch schon aus. Ich wollte mir nur solche Glasscheiben machen. So, Ofen haben wir hier auch schon. Ich nehme einfach mal meine Spitzhacke als Brennmaterial. Und wisst ihr, was ich auch gruselig finde? Dieser Fisch hier vorne, der schwimmt die ganze Zeit mit dem anderen Fisch an der gleichen Position. Das ist doch nicht normal, oder? Ah, jetzt haut er ab. Okay, okay, okay. Also ich muss sagen, man bildet sich schon, glaube ich, langsam ein paar Sachen ein, weil man so paranoid ist. So, ich habe mir jetzt hier nochmal ein paar Glasscheiben gemacht, sodass wir jetzt, wie gesagt, eine perfekte Übersicht haben. Falls also jetzt hier irgendwas auftaucht, dann sehen wir das Ganze. Und hier mache ich einfach mal jetzt hier so Steine hin. Zack. Okay, Leute. Also, falls Herobrine jetzt hier auftaucht, dann sollten wir das Ganze auf jeden Fall mitbekommen. Vor allem in der Nacht. Aber ich würde sagen, solange jetzt hier noch nichts auftaucht, werden wir erstmal nochmal in die Mine gehen. Weil da, das ist auf jeden Fall überfällig. Aber auf jeden Fall sollten wir uns noch ganz schnell hier die Eisen Sachen machen. Zumindest mit 6 Eisen können wir uns eine Eisenspitzhacke machen. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob Herobrine nur bei Nacht auftauchen kann oder auch am Tag auftauchen kann. Aber ich meine, es ist ja klar, dass er sich nicht so auffällig zeigen will. Warum sollte er auch? So, Eisenspitzhacke haben wir jetzt auch nochmal schnell gecraftet und ich überlege gerade, ob wir noch ein Schwert machen sollen. Ich glaube, ein Schwert wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Deswegen machen wir uns nochmal ganz schnell hier ein schönes Eisenschwert und dann sollten wir auch bereit sein, um in die Mine reinzugehen. So, unser Haus habe ich jetzt von außen auch nochmal markiert mit Fackeln. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch mal in die Mine rein, wo wir hoffentlich auch Herobrine finden werden. Also ich muss sagen, das Haus sieht schon irgendwie sehr gruselig aus. So mitten in diesem komischen abgeholzten Wald. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall eine fette Mine gefunden. Ich glaube, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und hoffentlich können wir hier auch Herobrine auf die Schliche kommen. Okay, hier ist ein Spawner. Oh mein Gott, wir haben einfach einen Spawner gefunden. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe zum Glück nochmal ganz schnell ein Schild gecraftet. Das war, glaube ich, keine schlechte Idee. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und ich baue einfach mal den Spawner ab, würde ich sagen. In der Kiste waren jetzt nicht so die besten Sachen drin, muss man sagen, aber halb so wild. Also ich laufe jetzt hier schon echt lange herum, aber in der Mine tut sich hier gerade irgendwie wirklich gar nichts, leider, muss ich hier so sagen. Also ein bisschen Eisen haben wir jetzt hier durchschmelzen können im Ofen, aber ja, es reicht halt immer noch nicht aus für eine komplette Eisenrüstung. Brauchen wir aber im Grunde auch gar nicht. Also ich hätte gesagt, dass wir vielleicht sogar jetzt schon an die Oberfläche gehen können. Dann gucken wir mal, ob an der Oberfläche hier noch irgendwo Herobrine auftaucht. Weil aktuell ist die Ausbeute eher nicht so der Fall. Schauen wir uns einfach mal um, wenn wir an unserem Haus sind. Ich würde sagen, da können wir unser Eisen einfach mal durchschmelzen lassen. Okay, wir sind an unserem Haus auch zurück wieder. Wir können jetzt theoretisch auch ganz normale Fackeln. Na, wir haben gar keine Kohle, merke ich gerade. Aber hier sehe ich auch keinen Herobrine. Okay, das Ganze ist hier durch. Also zumindest das meiste Eisen ist durch. Ich mache mir jetzt noch so eine Hose, würde ich sagen. Zack, hier haben wir eine Hose am Start. Okay, da hinten ist irgendwas am Brennen. Ist da wieder ein Lavasee oder ist das diesmal wirklich einfach so random am Brennen? Das will ich jetzt mal sehen. Okay, hier ist auch ein Lavasee. Hä? Okay, das ist ja... Ich dachte schon, das kann doch nicht sein. Hier haben wir schon wieder so eine Pyramide, die gebaut wurde. Aber Herobrine ist hier nirgends. Ich meine, wir spielen ja schon ein bisschen länger. Er zeigt sich irgendwie nicht. Er schickt uns nur diese Zeichen hier in dieser Welt. Es kann doch nicht sein, dass Herobrine hier nirgends ist. Da ist schon wieder... Okay, Lavasee. Ja, okay. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall einen Ruined Portal gefunden, denn ich habe jetzt einen anderen Plan. Wenn Herobrine nicht freiwillig herauskommen möchte, werde ich einen Herobrine-Schrein bauen. Und einen Herobrine-Schrein sollte jeder von euch kennen. Damit können wir Herobrine nämlich offiziell beschwören. Wir brauchen auf jeden Fall noch Netherrack. Und Redstone-Fackeln sind ja auch in der Nähe von unserem Haus. Okay, das Gute ist, wir haben ja Redstone-Fackeln an unserem Haus platziert. Und wir haben auch Redstone-Fackeln. Genau, hier haben wir auch nochmal Redstone-Fackeln. Okay, Freunde, also jetzt, das ist meine letzte Hoffnung. Ich meine, wir haben jetzt schon echt lange gewartet, dass Herobrine kommt. Deswegen werde ich jetzt diesen Herobrine-Schrein auf jeden Fall einfach mal hier hinbauen. Dafür müssen wir 9 Goldblöcke nebeneinander platzieren. Dann Feuerzeug habe ich auch am Start. So, jetzt einmal, wie gesagt, hier. Zack, 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 zack. Außen, Netherrack. Und Leute, jetzt bin ich so gespannt. Wird Herobrine erscheinen? Und, okay. Ich meine, ich habe alles richtig gebaut. Okay, ich versuche es nochmal aus, Freunde. Und, also, ich meine, wir hätten alles richtig gemacht. Das müsste eigentlich funktionieren. Warum taucht Herobrine nicht auf? Okay. Ah, der war er! Oh mein Gott! Habt ihr es gesehen?
Ganz kurz war er da. Es kamen so Schienengeräusche und auf einmal stand Herobrine neben uns. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Es hat wirklich funktioniert mit diesem Schrein. Ich dachte, er taucht irgendwie oben auf. Warte mal, kann ich das? Ich versuch's nochmal aus. Vielleicht, wenn ich den Block nochmal platziere? Nee, ich kann mir kein Feuerzeug machen, Freunde. Sonst würde ich mir noch einen Schrein craften. Alter Schwede. Ich hab mich jetzt richtig erschrocken. Herobrine ist auf jeden Fall hier in unserer Welt. Oh mein Gott. Ey, es hat lange gedauert. Ich hab wirklich schon gedacht... Ich dachte, wir haben ihn nochmal gesehen, Leute. Ich bin richtig am Zittern. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass wir Herobrine hier sehen werden. Ah, der war ja nochmal! Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, der war nochmal da! Ich höre die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche, wenn wir den sehen. Ich werd verrückt, Leute. Ich werd verrückt. Ich bild mir ja schon fast ein, dass ich den sehe. Alter Schwede. Ich glaube, dieser Herobrine-Schrein hat es am Ende gemacht. Ich glaube, der hat es dazu gebracht, dass wir ihn in unsere Welt gebracht haben. Die Frage ist jetzt, kann uns Herobrine auch umbringen? Das ist die Frage aller Fragen, die ich aktuell nicht beantworten kann. Boah, ich würde nochmal gerne so einen Herobrine-Schrein machen, Leute. Wir können ja nochmal gucken, ob wir vielleicht ein paar Fackeln finden oder Gravel. Vielleicht hilft das ja auch. Wir haben hier noch eine Fackel. Ich will das noch einmal versuchen, Freunde, mit diesem Schrein. Das kann doch nicht wahr sein. Genau als wir das gemacht haben. Hier sind aber noch ganz viele Fackeln. Ich glaube, das wird nicht mehr helfen, Freunde. Wir bräuchten eigentlich ein Gravel. Ein Gravel bräuchten wir. Aber irgendwie tut sich hier leider echt nichts. Egal, wie wir das bauen. Vielleicht, was passiert, wenn wir jetzt schlafen gehen? Ich meine, jetzt haben wir offiziell gesehen, dass Herobrine hier in dieser Welt ist. Das heißt eigentlich, wenn wir schlafen gehen, passiert irgendwas? Also ich sehe jetzt gerade nichts. Nee, es ist ganz normal Tag geworden. Also ich denke mal, dann ist alles normal jetzt in dieser Welt. Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Ah! Oh! 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 Alter, Alter, wie random kam der denn jetzt auf einmal? Wie random kam der jetzt auf einmal? Ich glaube, ich spinne. Der stand auf einmal so vor uns. Auf einmal stand er vor uns. Es ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. Er kommt auch immer in den Momenten, wo man gar nicht mehr damit rechnet, ne? Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ich mache mich jetzt nochmal kurz auf die Suche nach Gravel oder irgendwas. Ja, und da haben wir es doch schon. Leute, das ging noch super schnell. Oh nein, nein, nein. Okay, Creeper ist explodiert. Jetzt haben wir hier theoretisch die Möglichkeit, ein Feuerzeug zu machen. Ich möchte nochmal so einen Schrein craften, weil ich glaube, man kann den auch anders machen. Bin mir auch gerade unsicher, ob ich den falsch gebaut habe. Ich glaube allerdings nicht. Ich glaube, ich habe alles richtig soweit gemacht. Okay, Herobrine ist jetzt hier gerade wieder nicht. Man kann nämlich, glaube ich, auch... habe jetzt gerade auf meinem zweiten Monitor was offen. Da ist er schon wieder! Da war er schon wieder! Er ist in der Nähe. Okay, warte mal, Freunde. Zack, zack. Und jetzt hier oben. Und jetzt nochmal hier Feuerzeug. Oh, doch, doch. Es hat geklappt. Leute, diese Welt ist offiziell verflucht. Warte mal, kann das sein? Ich bin gerade verwundert. Warte mal. Kann das sein, wenn ich das so mache? Und jetzt, nochmal Netherrack. Netherrack, gib mal Netherrack. So, und jetzt, ich bin mir nämlich unsicher, ob ich hier das Ganze nicht falsch gebaut habe, dass hier quasi in die Mitte dieser Moos-Cobblestone hin musste und... Ja, ja, ich kann ihn aber nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen, Freunde. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Alter Schwede. Alter Schwede. Also, ihr seht, ich bin jetzt hier nochmal aus Interesse in eine Mine reingegangen, weil ich sehen möchte, ob Herobrine auch hier auftauchen kann. Das ist eine Fackel. Nee, das ist eine Spinne. Ich dachte schon. Okay, also wir sehen auf jeden Fall auch hier, kann Herobrine vielleicht auftauchen, wissen wir nicht. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Feuer machen, damit wir es sehen können. Okay. Okay, das hat jetzt zwar... Ah! Der ist hier wirklich. Der war hier wirklich. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber wir sehen auf jeden Fall, Diamanten haben wir sogar auch gefunden. Also Herobrine verfolgt uns wirklich jetzt die ganze Zeit, seitdem wir diesen Schrein aktiviert haben. Die ganze Zeit. Alter Schwede. Leute, das Ganze wird mir echt ein bisschen zu gruselig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt noch einmal ins Haus schlafen. Ich hole jetzt hier nochmal kurz die Diamanten ab. Alter, wir haben 3 Diamanten gefunden. Oh mein Gott. Ey, ich muss euch sagen, ganz ehrlich, super spooky. Oh, was war das denn jetzt? Ey, mein Haus brennt! Nein! Herobrine hat mein Haus angezündet! Was? WTF? Das hat er nicht gemacht. Alter. Ey, Leute, ich glaub das nicht. Sogar das hat er gemacht. Oh mein Gott. Ich hab das jetzt ausgemacht. Alter Schwede. Okay, das ist krass. Dass er sogar zu solchen Mitteln greift, das hätte ich echt nicht erwartet. Und das, obwohl ich ihn jetzt hier nicht mal gerade sehen kann in der Nähe. Ey, Freunde, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal ganz schnell schlafen. Sehen wir noch was Verdächtiges? Nee, ich glaube, das war's. Ja, anscheinend war's das jetzt hier. Ah, da sehen wir jetzt sogar den Namen. Ey, Moment, komm her.
Herobrine! Herobrine, bleib stehen! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Wohin rennt der denn? Ey, ey! Und auf einmal ist der weg. Alter, jetzt haben wir sogar seinen Namen gesehen in der Nacht. Zur Hölle geht hier ab. Oh nein, hat er schon wieder mein Haus anbrennen lassen oder was? Ey, da bin ich gespannt, Leute. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Und wir sehen... Ja, mein Haus brennt schon wieder, Leute. Ich krieg die Krise. Egal, wisst ihr was? Ist mir jetzt auch voll egal. Also, wir können auf jeden Fall sagen, abschließend, diese Welt ist auf jeden Fall definitiv verflucht. Sonst würde Herobrine hier nicht auftauchen. Und Leute, ich muss sagen, das hätte ich echt nicht erwartet. Diese Gestalt soll es sich heute handeln. Entity 303. Unfassbar. Und auf dieser Seite wird beschrieben, dass wir Entity 303 in der Version 1.7 finden. Und ich werde in die Version 1.7 reisen, das Ganze umwandeln, sodass wir ihn in der neuesten Version finden. In diesem Video wird auch angeblich gezeigt, wie er gesichtet wird. Wir sehen hier, ein Spieler läuft ganz normal durch die Welt durch und auf einmal wird der Bildschirm so ein bisschen verschwommen. 303 erscheint und wir sehen da vorne, da steht Entity, glaube ich, 303. Auf jeden Fall kann man hier eine Gestalt sehen, die ihn durch den Baum anschaut. Ich suche mir jetzt nämlich im Launcher die Version 1.7.4 heraus und wir sehen, die Version haben wir auch hier gefunden. Genau, da haben wir sie. Die suche ich mir jetzt aus und hier müssen wir nämlich die Welt erstellen. Denn so sieht das Ganze aus, wenn wir in der Version drin sind und ich würde sagen, wir erstellen jetzt einfach mal die Welt, gehen auf Erstelle eine neue Welt und das Wichtigste ist der Seed. Aber Leute, bevor wir jetzt erstmal das Ganze machen, lasst doch mal schnell einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das Ganze feiert, dann weiß ich, dass ich mehr solche Videos machen soll und ich würde sagen, Like und Abo nicht vergessen. Wir schreiben den Seed herein und zwar 303. Wichtig ist, wie gesagt, wir müssen in dieser Version sein und jetzt sollten wir einfach mal eine neue Welt erstellen. Ich schreibe jetzt hier nochmal hin, Entity 303 als Weltname. Das müssen wir uns, wie gesagt, nachher dann in die neue Version hereinkopieren. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und das hier ist anscheinend unser Spawn in der Minecraft-Version 1.7.4. Wir sehen es gerade. Ich kann jetzt auch nochmal slash Seed eingeben. Und wir sehen auch unten links nochmal, Seed-Name ist 303. Diese Welt werden wir uns erstmal nehmen und... Was ist mit meinem Skin passiert? Aber diese Version oder diese Welt nehmen wir jetzt und packen sie in die neue Version rein. Okay, Leute, und wir sehen, ich bin jetzt in der neuesten Version unterwegs. Entity 303. Die Welt wurde übertragen und wir gehen jetzt einfach mal herein. Wir werden natürlich sehr wahrscheinlich nicht am gleichen Ort landen. Und nein, das sind wir nicht, weil, wie gesagt, dass die Welt wieder konvertiert wurde. Und ja, wir schauen mal ganz kurz rein, ob das überhaupt der richtige Seed ist. Wir sehen unten links, da steht 303. Genau das, was wir auch wollten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Das ist natürlich das Allerwichtigste hier dran. Erstmal abzuchecken, ob wir Entity 303 irgendwo in dieser Welt finden können. Denn wenn wir nochmal in den Artikel reinschreiben, steht hier, dass Entity 303 als Zeichen hat, dass er in der Welt ist, indem er uns stalkt und beobachtet. Und das sollten wir auf jeden Fall genauer unter die Lupe nehmen. Also ich bin echt gespannt, ob wir hier Entity 303 finden werden und einige Zeichen. Wir sehen auch hier, haben wir wieder diese Mini-Pyramiden am Start. Also sowas wie beim letzten Herobrine-Video schon. Also sehen wir auf jeden Fall, dass das irgendwas hier gebaut wurde. Und ich habe auch gehört, dass Entity 303 mit einem Schrein beschwört werden kann. Also mit einer bestimmten Baustruktur beschwört werden kann. Wenn wir ihn also quasi beschwören wollen. Was ist denn das da hinten? Was ist das denn da hinten? Okay, da brennt was. Aber war das jetzt Lava? Also hier sehe ich gerade Lava. Deswegen kann sein, dass es von der Lava ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Gucken wir mal nach, würde ich sagen. Und wir sehen... Da ist, ja, okay, da ist Lava. Ja gut, dann liegt es an der Lava. Aber wie gesagt, wir können auf jeden Fall Entity 30... Was ist das denn? Wir haben ein Schild, wo 303 draufsteht und Feuer auch noch. Und das kann nicht sein, das kann nicht sein von Dings. Das kann nicht sein von diesem, von dieser Lavaquelle. Also es brennt auf jeden Fall hier. Aber das ist nicht von der Lavaquelle, Freunde. Alter Schwede. Okay. Und das ist sogar ein Kreuz. Das ist sogar ein Kreuz. Schaut euch das mal an. Das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Also, wir sehen auf jeden Fall, dass wir diese Konvertierung höchstwahrscheinlich erfolgreich geschafft haben. Also, von der 1.7.4-Version in die neueste Version 1.20. Ich mache mal dieses Kreuz jetzt hier aus. Und wir sehen, da ist sogar Netherrack im Boden. Und wir sehen jetzt hier so ein Kreuz sogar im Boden. Okay, aber es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass Entity 303 nicht sofort herauskommt,
Zumindest kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Deshalb sehen wir erstmal zu, dass wir hier vielleicht nach ein paar weiteren Hinweisen suchen, weil Entity 303 ist natürlich ein Monster, welches sich nicht einfach so zeigt. Das kann ich mir zumindest beim besten Willen nicht vorstellen. Sonst sieht es erstmal jetzt aus wie eine komplett normale Minecraft-Welt. Ich möchte aber auf jeden Fall ein Haus bauen. Also wir sollten uns zumindest so ein ganz kleines Haus wieder bauen, wie wir das auch beim letzten Mal gemacht haben. Denn Entity 303 soll extrem aggressiv sein. Das heißt, Entity 303 soll sogar in Basen einbrechen. Entity 303 soll sogar in der Lage sein, das eigene Spiel zu crashen. Und Entity 303 soll wohl auch Häuser anbrennen, also das eigene Haus anbrennen. Und dementsprechend sollten wir auf jeden Fall zusehen, dass wir unser Haus sicher bauen. Weil ich glaube, mit Entity 303 ist nicht zu spaßen. Ich meine, Herobrine war auch schon sehr heftig, aber Entity 303 soll nochmal eine Schippe krasser sein. Und dass Entity 303 in dieser Welt steckt, da haben wir ja schon einige Zeichen von bekommen. Okay, aber jetzt heißt es erstmal nochmal ganz schnell hier ein bisschen Steine abbauen und Equipment farmen. Weil es wäre an sich auch nicht verkehrt, wenn wir zumindest ein bisschen Eisen-Equipment hätten. Weil ich habe auch gehört, dass wir auf jeden Fall gegen Entity 303 sogar kämpfen können. Und das ist natürlich der Hammer. Also wenn wir ihn besiegen können, sodass wir ihn quasi aus unserer Welt heraus verscheuchen können. So, deshalb haben wir jetzt hier ein bisschen Kohle. Ist doch schon mal sehr gut. Und ich mache mir auf jeden Fall auch nochmal eine bessere Spitzhacke. So, zack. Und hier auch nochmal eine neue Axt, hätte ich gesagt. Weil dann können wir ein bisschen schneller abbauen. Und wir haben schon mal die Möglichkeit, uns hier zu wehren. Und auf meiner Kamera saß gerade eine Mücke, deswegen habe ich so hoch geguckt, falls ihr es gemerkt habt. Aber das ist, glaube ich, nicht Entity 303 auf meiner Kamera drauf. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt hier lieber auf Minecraft. Und ich sehe, ein bisschen Stein können wir hier auf jeden Fall herauskitzeln. In kürzester Zeit. Aber ich würde sagen, wir wandern mal weiter, weil ich würde sehr gerne noch weitere Hinweise finden, ob Entity 303 hier in dieser Welt steckt. Hä, das wundert mich gerade total. Das habe ich da hinten noch gar nicht abgeholzt, oder? Warte mal ganz kurz. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dieser Baum hier, warum löst er sich einfach auf? Ich bin mir recht sicher, dass wir hier noch nicht waren. Und genau dieser eine Baum löst sich irgendwie komischerweise auf. Und ich habe noch was sehr, sehr Gruseliges gefunden. Und zwar, nicht die Höhle war das? Warte mal, das war die Höhle da. Okay, ich zeige euch sie sofort, aber erstmal will ich mir hier das Schweinchen holen, damit wir ein bisschen was zu essen haben. Diese Höhle hier, die sieht aus wie eine Musterhöhle, wo man umgebracht wird, wenn man hereingeht. Schaut euch diese Höhle einfach mal an. Alter Schwede. Ich dachte auch, da ist... Boah, ich dachte ganz kurz, da ist Entity 303, aber da sehen wir auf jeden Fall nur ein Skelett. Komischerweise löst sich einfach mal ein Baum von alleine auf. Ich weiß nicht, was das Ganze auf sich hat, aber ich würde sagen, wir lassen diese These einfach mal so im Raum stehen und gehen mal rüber zum Villager-Dorf, ob wir hier noch irgendwas Hilfreiches finden. Weil das sieht aus wie ein ganz normales Villager-Dorf. Und wir sehen, oh, hier ist ganz gut. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Weizen am Start. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hier, zack. Weizen nehmen wir selbstverständlich mit. Dann haben wir schon mal was zu essen. Und wäre natürlich auch super, wenn wir hier noch ein bisschen was an Ausrüstung finden könnten. Das Gute ist, wir haben jetzt hier auch ein Bett. Ich werde das aber so machen. Ich nehme jetzt einfach mal das Bett mit übrigens. Ich werde es übrigens so machen, dass ich mir ein Haus abseits von diesem Villager-Dorf baue. Weil ich glaube, dass das nochmal ein bisschen besser ist. Nicht, dass der nicht in Villager-Dorf reingeht oder so. Ich weiß es nicht. Aber so gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass Entity 303 sich davon nicht beeinflussen lässt. Okay, und das sieht auf jeden Fall eigentlich nach einem ganz guten Berg aus. Ja, doch. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Und wir sehen auch, es wird langsam Nacht. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall spurten. Aber ich brauche noch ein bisschen Baumaterial. Oh ja, wir sehen, Nacht bricht so langsam an, Freunde. Die Nacht bricht so langsam an. Hier sind aber auch irgendwie gar keine Bäume, ne? Ist auch ganz komisch. Okay, da vorne, doch, da vorne fangen wieder die Bäume an. Ja, also ein Bett haben wir ja schon mal. Fackeln können wir uns auch machen. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, ich mache mir jetzt einfach mal hier ein Haus. Also wie gesagt, kein großes Haus oder so. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel Baumaterial. Aber ja, dann sollte es auf jeden Fall ausreichen. Hier kann so ein kleines Bettchen rein. Crafting Table kann hier rein. Fackeln machen wir natürlich auch. So. Und, ja, vielleicht noch ein bisschen, ein Ticken größer wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. So ungefähr. Und dann bauen wir nochmal ganz schnell hier ein wenig vom Baum ab. Also, Freunde, bis jetzt können wir festhalten, das Kreuz, was Feuer hatte, oder mit so dieses Feuerkreuz, war bis jetzt auf jeden Fall am allergruseligsten von den ganzen Sachen heute. Aber, wie gesagt, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Ich möchte auf jeden Fall Entity 303
im heutigen Video finden. Kostet, was es wolle. So, zack. Und jetzt wäre noch eine Tür gar nicht mal so verkehrt. So, zack. Tür ist am Start. Machen wir hier eine Tür hin, da eine Tür hin. Passt auf jeden Fall sehr gut. So, und jetzt sehen wir, okay, wir machen dann einmal hier ganz kurz zu. Zack und zack. Und dann haben wir jetzt eigentlich schon mal unser Häuschen. Also, was jetzt fertig nicht, aber zumindest haben wir jetzt schon mal ein Häuschen hier am Start. Und ja, am besten, ja. Ich könnte es jetzt noch ein bisschen schöner machen. Ich würde sagen, ein Dach wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Ich mache jetzt einfach mal so Slabs. So zack, zack, zack. So, dann haben wir jetzt hier so ein... Ah, so Slabs als Dach. Ja, unser Haus sieht nicht wirklich schön aus, Freunde. Ich weiß, ihr müsst mich nicht in den Kommentaren auslachen. Aber kein Problem. So, Haus wäre fertig. Und jetzt würde ich sagen, wo es eh Nacht wird, können wir schlafen gehen. Ich schaue mich trotzdem nochmal um, ob wir hier irgendwas Verdächtiges sehen. Ich glaube allerdings nicht. Also da hinten, das müsste, glaube ich, eine Spinne sein, diese Augen da vorne. Hier, ich meine, bei Nacht, das ist halt immer so ein bisschen so eine gruselige Zeit, muss man vor allem sagen. Ich mache aber nochmal ganz kurz ein bisschen Brot, weil das haben wir ja sowieso noch aus dem Villager-Dorf uns ergaunern können. Also ich bin echt gespannt, ich bin echt gespannt. Ich meine, bei... Herobrine hat es ja auch wirklich lange gedauert. Deswegen würde mich das auch nicht wundern, wenn Entity 303 gefühlt gar nicht auftaucht oder sehr spät auftaucht. Ich meine, also wie gesagt, die einzigen Zeit... Was brennt denn da? Hä? Brennt da schon wieder was? Das kann doch nicht wahr sein. Was brennt denn jetzt hier schon wieder? Okay, da ist aber ein Lavasee. Da ist ein Lavasee. Davon dürfen wir uns jetzt hier nicht beirren lassen. Ich dachte schon, hä? Kann doch nicht sein, dass jetzt hier schon wieder irgendwas anfängt zu brennen. Das wäre schon wieder viel zu krass, Leute. Oh, ich dachte, der Hund ist einfach in 303, weil er auch so weiß war. Oh mein Gott, da ist ein Skelett. Okay, das. Ey, ich bild mir schon ein, dass teilweise Bäume aussehen wie Entity 303. Okay, Leute, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, schlafen zu gehen. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, schlafen zu gehen. Komm, wir haben jetzt eh nicht so krasses Equipment, wir gehen schlafen. Ah, ich weiß nicht, irgendwie diese Bäume, die lassen mich denken, dass es wirklich Entity 303 ist, weil diese Texturen so ähnlich aussehen. Okay, Leute, kein Problem, kein Problem. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal die erste Nacht schlafen. So, zack. Und da haben wir unseren Spawnpoint auch gesetzt. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal heraus. Sieht alles soweit normal aus. Joa, zumindest sehe ich jetzt hier nichts. Also, ich merke... Entity 303 wird auf jeden Fall auch eine hartnäckige Angelegenheit. Aber kein Problem. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit mitgebracht. Und dann würde ich sagen... Was ist das da hinten? Das ist doch ein brennendes Kreuz. Das war da gerade nicht. Das war da gerade nicht. Nie im Leben. Nie im Leben. Das war hier nicht, Freunde. Das war hier nicht. Was ist das denn? Alter Schwede. Was ist da? Da ist sogar so ein Schild drauf. Warte mal. Wir gucken mal drauf, Leute. Wir gucken mal drauf, was auf diesem Schild steht. Leave 303 Leave. Das heißt quasi sowas wie so Verlass die Welt so mäßig. Ey, komm, wir bauen uns jetzt einfach ab. Keine Lust auf den Quatsch, Freunde. Alter. Weißt du, der kann hier haufenweise irgendwelche Zeichen hinterlassen. Aber wenn es dann darum geht, sich zu zeigen, das macht er nicht, ne? Ich musste gerade mal dieses Gravel abbauen, weil ich gesehen habe, dass es so schwebt. Oh ja, okay, hier bricht aber nichts mehr ein. Wer kennt's nicht, Freunde, so Gravel, was so schwebt, abbauen lassen, das macht doch jeder, oder? Ah, okay, hier müsste es eigentlich auch einstürzen, oder? Ja, okay, okay. Gut, aber wir widmen uns immer noch unserer richtigen Aufgabe. Das hat mich gerade ein bisschen abgelenkt. Und ich habe auch gelesen, es gibt mehrere Möglichkeiten, Entity 303 zu beschwören. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal eine Möglichkeit aus, weil das eigentlich relativ simpel ist. Wir brauchen aber noch Eisen, merke ich gerade. Und zwar müssen wir eigentlich nur zwei Wolle nehmen und dann oben das Ganze anzünden. Dann müsste eigentlich Entity 303 erscheinen. Das habe ich zumindest in einem Video gesehen. Also zwei Wolle und einmal Feuer oben drauf. Ob das funktioniert, sehen wir dann gleich. Wie gesagt, wir brauchen aber noch eine Möglichkeit, Feuer zu machen. Ja, wir brauchen natürlich auch noch Wolle. Ich sehe jetzt, wie gesagt, immer noch nichts weit und breit. Ich schaue mich auch ein bisschen skeptisch um. Ihr merkt es wahrscheinlich, weil Entity 303 nicht übersehen will, im Fall, dass der auf jeden Fall kommt. Aber aktuell sehen wir hier noch gar nichts. Oh, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Wolle am Start. Das ist eigentlich perfekt. So, zack, ein Wolle und zwei Wolle ist am Start. Also genau das, was wir benötigen. Ist hier vielleicht noch Eisen? Das wäre dann auf jeden Fall perfekt, wenn wir noch Eisen ganz schnell hier finden. Ach, sieht jetzt nicht danach aus. Leute, ich hatte schon wieder einen halben Herzinfarkt. Wegen diesem kaputten Portal hier. Ich dachte schon wieder, das wäre ein Zeichen, aber okay, das ist einfach nur ein kaputtes Portal, wo wir sogar Feuer drin haben. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. So, dann kann ich eigentlich... Ja, gut, Gold kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich kann aber die Kiste mitnehmen. Die können wir vielleicht noch benutzen. Und wir haben hier einfach mal weiße Wolle am Start. Weiße Wolle haben wir am Start. Feuer haben wir am Start. Das heißt, theoretisch kann ich es jetzt ausprobieren, ihn zu beschwören. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Also Wolle, Wolle und zack. Ist hier irgendwas passiert?
Ja, bis auf, dass die Wolle weg ist. Scheint hier nicht wirklich was passiert zu sein, oder? Also ich würde einfach mal tippen, dass das hier nicht funktioniert hat. Oder vielleicht taucht er auch jetzt erst in der Welt auf. Ich weiß es nicht. Wir gehen aber mal, würde ich sagen, Richtung Basis zurück und gucken, ob sich vielleicht da irgendwas getan hat. Also wir sehen, hier ist auf jeden Fall unsere Basis. Und hier scheint eigentlich auch alles soweit normal zu sein. Puh, ja. Gute Frage, Leute. Ich würde eigentlich sagen, wir warten sonst einfach mal ab, ob jetzt hier irgendwas passiert und gehen jetzt nochmal in die Mine, weil wäre ja an sich gar nicht so schlecht, wenn wir vielleicht noch ein bisschen Eisen haben für den Fall, dass er kommt. Also ich habe jetzt mal ein bisschen die Nacht abgewartet. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas großartig gemacht, aber es tut sich, muss ich sagen, recht wenig. Ich lasse auch einfach hier die Aufnahme größtenteils durchlaufen, unkommentiert, einfach für den Fall der Fälle, dass was passiert. Aber ich würde sagen, dann ziehen wir uns einfach mal zurück in eine Mine, was ich eigentlich schon längst machen wollte. Aber irgendwie... Ja, komm, wir gehen jetzt einfach mal in eine Mine, Leute. Okay, hier haben wir eine echt tiefe Mine gefunden. Da muss ich aufpassen. Ui, okay. Alter, okay, na, ich glaube, da komme ich... Da würde ich sterben, wenn ich runterfliege. Das sollten wir, glaube ich, lieber lassen, Freunde. Wir gehen mal lieber wieder zurück. Suchen wir uns stattdessen lieber einen anderen Mineneingang. Springen wir jetzt hier runter ins Wasser und... Sieht eigentlich ganz gut aus hier. So, wir sind hier in der Mine. Uiuiui, die ist echt groß. Die ist richtig groß, glaube ich. Okay, Eisen ist hier auf jeden Fall auch am Start, sehe ich gerade. Sehr gut, dann machen wir uns jetzt erstmal Eisen-Equipment in der Zwischenzeit. Wenn NC303 meint, nicht auftauchen zu müssen, dann müssen wir uns die Zeit erstmal anders vertreiben. Eisen wird jetzt in den Ofen gepackt. Let's go. Warte mal ganz kurz. War da gerade was vor mir oder bin ich... Ich bin mir jetzt gerade voll unsicher. Hab ich hier was gesehen? Irgendwas hat war am Laufen. Ich spinne ich schon oder warte mal, was war das? Leute, ich glaube, ich bilde mir die Sachen ein, ich weiß es nicht. Also ich bilde mir schon langsam, glaube ich, Sachen ein. Okay, 6 Eisen ist jetzt hier am Start. Wir machen uns, würde ich sagen, auf jeden Fall sofort einen Brustpanzer. Ich sehe, da vorne ist sogar noch ein bisschen Eisen am Start. So, dann bauen wir das einfach mal ab. Okay, Leute, also ich muss sagen, das ist schon creepy gewesen. Ich bin mir aber echt unsicher, weil ich das nur so im Augenwinkel gesehen habe, ob da jetzt was war oder nicht. Kann auch sein, dass ich mich echt vergucke habe. Ist natürlich jetzt nicht perfekt, dass ich meine ganze Kohle weg in den Ofen getan habe, aber geht leider nicht anders. Okay, dann machen wir uns jetzt hier nochmal schön den Brustpanzer, zack. Wir beobachten natürlich immer noch genauestens hier die Umgebung, ob hier irgendwas Verdächtiges auftaucht. Ich würde auch sagen, ein Eisenschwert wäre an sich nicht verkehrt. Wir haben jetzt gleich, ja, wir machen uns erstmal eine Hose, würde ich sagen, und dann noch ein Eisenschwert. Und dann gehen wir mal wieder Richtung Basis. Das waren, glaube ich, Partikel, ne? Das waren Partikel. Müssten Partikel sein. Okay, dann haben wir 7 Eisen am Start, machen uns ganz schnell hier diese Hose, zack. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir eigentlich wieder zur Basis. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir jetzt machen können. Ah, noch ein Eisenschwert, würde ich sagen. Dann gehen wir zur Basis zurück. So, hier Eisenschwert ist am Start. So. Und dann ab zur Basis. Mittlerweile ist sogar schon wieder Tag geworden. Man sieht es auf jeden Fall. Und ja, so richtig Anzeichen. Also es gibt zwar Anzeichen in der Welt, dass er da ist, aber er taucht halt irgendwie nicht auf. Oder mir fällt es zumindest nicht. Was ist das denn? Das ist ein Lavakreuz? Ein Lavakreuz neben unserer Basis? Gerade sage ich noch so, er taucht irgendwie nicht auf. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Lavakreuz. Und das war hier nicht, Leute. Das war hier 100% nicht. Da bin ich mir sicher. Ist der dann denn die ganze Zeit? Das kann doch nicht normal sein. Jetzt hier mal die Kiste. Leute, was ist denn hier los? Oh, oh, man hat es ganz kurz gesehen. Ich habe die Aufnahme pausiert. Man hat es ganz kurz gesehen. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Wie ein Psycho stand der hier an der Ecke. Junge, hab ich gerade Gänsehaut bekommen, als der da war. Oh mein Gott. Also wir haben ihn ganz kurz gesehen, Freunde. Wir haben ihn ganz kurz gesehen. Und genau als ich die Aufnahme pausiert habe, ich habe sie noch versucht, schnell wieder vorzusetzen. Ich hoffe, man hat es gesehen, aber man sollte es eigentlich gesehen haben. Junge. Ey, ich habe gerade richtig so ein Schockmoment bekommen. Aber dass der sich auch am Tag zeigt, ne? Leute, wir warten mal kurz ab. Wir warten mal kurz ab. Der muss hier auf jeden Fall irgendwo sein. Also, wir sehen, da hinten ist auf jeden Fall unsere Basis. Monster sind hier auch gespawnt. Aber NC303 oder so sehe ich jetzt hier nicht, muss ich dazu sagen. Und vor allem, unser Haus ist auch noch heil. Hätte ja sogar sein können, dass unser Haus, ja, brennt oder sonst irgendwas Komisches passiert. Okay, das sah jetzt ein bisschen komisch aus, aber scheint normal zu sein. Also Entity 303 zeigt sich deutlich seltener als Herobrine, würde ich mal behaupten. Aber kein Problem. Okay, Leute, dann würde ich sagen, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist auf jeden Fall Entity 303 nochmal
auf eine andere Art und Weise zu beschwören. Wenn er so nicht auftauchen will, dann müssen wir nochmal die andere Beschwörmethode ausprobieren. Weil ich sehe hier zumindest nichts. Ich sehe hier zumindest nichts. Ah! Oh! Oh! Alter! Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, der war genau da, als ich mich ein paar Meter entfernt habe. Also ich habe das Gefühl, je öfters man sich von der Basis auch in... War da hinten auch wieder? Ich habe gerade gesehen, dass mein Haus einfach angefangen hat zu brennen, als ich mich umgedreht habe. Super random, aber ich will erstmal die Skelette hier töten. Boah, Junge, ich weiß, das kann eigentlich... Junge, das muss auf jeden Fall endlich die 303 gewesen sein. Weil was anderes kommt hier eigentlich nicht in Frage. Ist jetzt hier auch eigentlich nicht kaputt gegangen, deswegen ist mir das eigentlich egal. Ich meine, wir haben jetzt kein gutes Haus gebaut oder so. Bin ich an sich jetzt auch gar nicht sauer. So, zack, zack, zack. Dann machen wir es einfach mal so, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Okay, und... Ja, Leute, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall an der Zeit, schlafen zu gehen. Ich guck mal so, vielleicht kann ich ihn so irgendwie sichten. Wenn ich so F5-mäßig spiele. Aber keine Spur, glaube ich. Keine Spur weit und breit von ihm. Entity 303 zeigt sich wirklich nur in seltenen Fällen. Ah, jetzt kommen wir schon wieder Mobs auf mich zugerannt, Freunde. Aber wie gesagt, kein Problem. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen und gucken, ob wir den jetzt hier nochmal auf frischer Tat gleich ertappen. Oh, wie viele Mobs hier aber jetzt kommen auf einmal, ne? Als wären die irgendwie von NC 303 geschickt worden sein. Kann man schon fast meinen. So, jetzt haben wir genug gekämpft. Oh, da war er! Da war er wieder! Da war er wieder! Okay, Leute, ich gehe jetzt mal schlafen. Ich gehe jetzt mal schlafen, ist mir egal. Okay, alter Schwede. Alter Schwede. Okay, Leute, schaut euch das mal an. Hier ist einfach mal ein Kreuz im Boden mit einer Kiste davor. Und ich habe schon wieder eine Vermutung. Wir gucken mal rein. Oh mein Gott, Leute, das sieht aus wie ein Rezept. Ist das nicht das Rezept für Entity 303? Also das Beschwörungsrezept mit so einem Entity 303 Stern und ein Entity 303 Schwert. Alter Schwede, Leute, da bin ich jetzt mal gespannt. Was soll das werden? Gut, ich würde sagen, wir platzieren das am besten hier nicht auf Eis, weil ich glaube, wenn wir das auf Eis machen, das könnte schlecht für uns ausgehen, wenn jetzt hier alles anfängt zu brennen. Wir nehmen uns am besten mal hier so ein bisschen Platz. Hier scheint das doch ganz gut auszusehen. So, wir machen mal so. Oh, jetzt ist die Frage, wie platziert man das richtig? Boah, gute Frage. Ich glaube, würde jetzt einfach mal denken, wie so ein Kreuz quasi. Zack. Dann jetzt hier Redstone in die Mitte. Fackeln außen und Stern in die Mitte. Okay, vielleicht hier so. Warte mal, zack. Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Okay, Leute, da sehen wir auf jeden Fall Entity 303 und alles ist kaputt gegangen. Was ist denn? Oh mein Gott, was ist das denn hier? Alter Schwede. Was macht er? Was macht er hier? Okay, Leute, das ist ja mal richtig gruselig. Was hat er damit gemacht? Oh mein Gott, wo ist der hin? Ist er verschwunden? Nee, da ist er da hinten. Ey, bleib stehen, endlich die 303. Was macht er hier mit der Welt? Der macht hier alles kaputt. Bleib doch stehen. Oh mein Gott, der schießt so Wither-Köpfe. Alter. Der ist ja voll stark. Der schießt so weitere Entity 303 auf mich. Ey, ey, Jungs, 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 Jungs. Was ist denn hier los? Ey! Wir sehen einfach eine schwarze Gestalt. Und diese nennt sich Minecraft Null. Oder wird auch Shadow Herobrine genannt. Und wurde, wie gesagt, gesichtet im Jahre 2014 August in der Version 1.2.5. Und genau diese Version werden wir heute spielen. Denn die Zeichen sollen wohl vergleichbar sein mit die von Herobrine. Er ist unsichtbar, aber soll sich auch wohl teleportieren können. Und es gibt noch eine Geschichte dazu, die allerdings ein bisschen lang ist. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach rein in die Version 1.2.5 Beta. So, wir sind jetzt in der Version 1.2.5 unterwegs, da wo Null damals 2014 gesichtet wurde. Und ich schreibe jetzt mal als Weltname Null herein, Survival-Modus. Und ja, der Seed Null ebenfalls. Und ich würde sagen, wir erstellen die neue Welt und schauen mal rein, ob das Ganze klappt. Und wir sehen, Leute, es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir sehen auch, wir sind in einem Schneegebiet gespawnt. Allerdings will ich ja nicht in dieser Version bleiben. Wir haben nicht mal den Skin. Oh mein Gott. Okay, ich möchte nicht in dieser Version bleiben. Deshalb werde ich die Welt jetzt einfach mal konvertieren in eine neue Version. Denn hier... Ich habe nicht mal die Chat-Funktion in dieser Version, okay? Ich würde sagen, ich nehme mal ganz kurz die Welt und packe sie in die neue Version rein. Da wird auch schon die neue Welt gerade konvertiert. Wir sehen, es lädt hier gerade nämlich. Und tatsächlich sind wir auch jetzt hier in einem Schneebiom gelandet. Also schon mal genau das gleiche wie vorhin. Okay, Freunde, also wir sind anscheinend im gleichen Biom, zumindest also im Schneebiom unterwegs, wie ja in der 1.2.5. Aber... Ja, ich bin natürlich gespannt, ob Null überhaupt in dieser Welt sein wird, denn es müssen auf jeden Fall einige
Zeichen vorhanden sein, wenn Nal wirklich in dieser Welt sein soll. Weil wir sehen auf jeden Fall, dass das Biom angrenzt an einem ganz normalen Biom. Und, ja, wir sehen, okay, hier ist auf jeden Fall nichts Besonderes zumindest. Oder schauen wir uns mal um. Das ist definitiv ein Kreuz, Freunde. Das hier ist definitiv ein Kreuz. Ob das jetzt Zufall ist, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Kreuz am Start. Genau, also schon mal ein Kreuz haben wir gesichtet. Ich gehe mal hier so in die F5-Perspektive. LOL, das ist ja auch ein Kreuz. Hier ist auch ein Kreuz. Schaut euch das mal an. Oh, Schnee. Alter, hier ist noch ein Kreuz. Leute, was? Und vorne auch noch ein Kreuz. Also jetzt langsam wird es lächerlich. Jetzt langsam wird es lächerlich. Alter Schwede. Das heißt, hier sind auf jeden Fall einige Kreuze am Start. Ich glaube, so häufig können es gar keine Zufälle mehr sein. Und das ist Puderschnee. Hier müssen wir schnell raus, sonst bekommen wir gleich Schaden. Also ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr krass, dass es so schnell hier zur Sache geht. Ist auch noch die Frage, ob wir Null sehen werden, weil diese Kreuze alleine bringen uns nichts weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns mal weiter um. Ich würde aber sagen, wir schauen trotzdem mal, dass wir irgendwie so ein Villager-Dorf finden oder sowas. Denn ich muss sagen, die Zeichen sollten ja ähnlich sein wie bei Herobrine. So war ja zumindest die Info aus dem Artikel über Null. Und anscheinend haben wir auch hier ein Villager-Dorf gefunden. Und wir sehen, ja, also ist jetzt halt wie gesagt im Schneegebiet, weil wir ja im Schneegebiet gerade unterwegs waren. Sieht aber aus wie jedes normale Villager-Dorf eigentlich, würde ich sagen. Hier haben wir ein schönes Iglo am Start. Ich setze einfach mal meinen Spawnpoint dahin. Wobei eigentlich, ja, ich nehme auch mal ein Bett mit, würde ich sagen. Einen Ofen könnten wir theoretisch auch gebrauchen, muss ich dazu sagen. Egal, lassen wir einfach mal kurz stehen. Aber auf den ersten Blick, wie gesagt, ein ganz normales Villager-Dorf. Null ist ja bis jetzt auch noch nicht erschienen. Moment mal, das ist nicht normal. Was ist das denn? Wir haben hier einfach mal Lava anstatt Wasser. Hier auch. Hier auch. Okay, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Freunde. Also auf jeden Fall. Also, das ist, also ich meine, dass normalerweise in einem Villager-Dorf kein Lava benutzt wird. Ist es hier noch irgendwo? Das interessiert mich jetzt. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Das wäre voll komisch. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Lava, was? Wie kann das Weizenfeld denn überhaupt entstehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Aber wobei, ich glaube, die Sachen, die sind so ausgetrocknet. Kann das sein? Ja, die sind ausgetrocknet. Ey, Leute, das muss eigentlich bedeuten, dass Null hier erst vor kurzem da war. Oder der Chunk wurde jetzt erst geupdatet. Das kann halt natürlich auch sein. Aber sehr, sehr interessant. Auch wie dieses Haus hier einfach mal abgesperrt mit Schnee. Das ganze Haus ist mit Schnee voll. Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwas versteckt, aber anscheinend nicht. Naja, okay. Aber trotzdem, Freunde, würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir überhaupt irgendwas zu essen haben. Weil gerade haben wir noch das Problem, dass wir wirklich gar nichts haben. Ich meine, schaut euch mal meine Herzensanzeige an oder meine Hungeranzeige an. Die geht ja schon langsam hier so ein bisschen im Bach unter. Deswegen machen wir uns erstmal einen Crafting Table und schnappen uns ein bisschen Stein, damit wir auch Steinwerkzeug am Start haben. Das ist, glaube ich, so am besten. So, zack, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall Steinwerkzeuge. Und ich würde sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal eine Holzspitzhacke machen. Anders kommen wir ja nicht an Steine. Ist denn hier irgendwo Stein? Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick gar nichts. Auch sehr interessant. Ich habe jetzt Stein gefunden, aber dort hinten ist Lava. Und schon wieder diese Pyramiden. Diese Pyramiden, also was ist Pyramiden, aber zumindest solche Strukturen hier, habe ich jetzt aber auch nur einmal gesehen, diese komischen Strukturen hier vorne. Also genauso wie in der Herobrine-Welt haben wir auch wieder solche Sachen hier am Start, Freunde. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ob das irgendwas mit Null zu tun hat, ich weiß es nicht, Freunde. Keine Ahnung. Ich denke allerdings schon. Und wir sehen auch, tatsächlich geht die Sonne so langsam hier unter. Deswegen würde ich sagen, wir beeilen uns auf jeden Fall ein bisschen, damit wir auf jeden Fall auch, ja, noch vor Sonnenuntergang das Equipment haben. Ich habe auch gesehen, da hinten waren auf jeden Fall, ich glaube, Kühe waren das, wenn ich mich nicht täusche. So, Steinspitzhacke ist am Start. Ich mache auch einfach, wobei ein Schwert, nee, brauchen wir nicht. Ist ja eigentlich eh schlechter. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal die Sachen mit und holen uns jetzt ein paar Kühe, dass wir die halt, dass wir irgendwas zum Essen haben, weil so ganz ohne Essen wird das nicht lange gut gehen. Und jetzt beginnt natürlich auch die Nachtphase, Leute, ne? Das müssen wir auch nicht, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir wissen alle, die Nacht ist auf jeden Fall in Minecraft schon deutlich gruseliger. Wir müssen, wie gesagt, Ausschau halten nach einer schwarzen Gestalt. Also einfach nur ein schwarzer Skin ist natürlich jetzt nicht so auffällig, wie beispielsweise Error 42. Oh, ich dachte, sorry. Ich hab mich jetzt voll verhaspelt, weil ich hier diesen Villager hoppen sehen.
Was macht der hier? Okay, der scheint irgendwie auch schon verflucht zu sein. Also ist natürlich jetzt nicht so auffällig wie Herobrine oder Entity 303. Aber das Gute ist, wir haben ja hier ein paar Öfen gehabt. Wir können theoretisch diese Öfen einfach abbauen und dann selbst gebrauchen. Hier haben wir einen Blast Furnace. Aber da können wir das auch machen? Ich weiß gar nicht. Nee, das geht da nicht. Leider. Okay, dann nehme ich mal den Ofen von vorhin einfach mit. Wie gesagt, es ist Nacht geworden, deswegen schaue ich mich um. Falls ihr irgendwas seht, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe bislang allerdings nichts gesehen. Hier haben wir einen Ofen, den nehme ich einfach mal mit, ist egal. So, den Ofen hier, genau, schnappen wir uns einfach mal. Und ich stelle ihn jetzt einfach mal rein in das Haus, genau, wo wir, warte mal, hier waren wir, glaube ich, in einem Haus, ne? Ne, das war ein anderes Haus. Ich glaube, in so ein Iglo waren wir, glaube ich, ne? Ja, genau, hier müssten wir gewesen sein. So, der Villager schaut schon so rüber zu mir. Okay, aber Freunde, ich würde sagen, dann schlafen wir einfach mal jetzt in diesem Haus. Ist ja auch komplett egal. Und dann gucken wir mal, ob morgens irgendwas Spezielles passiert ist. Und ich höre auch schon Zombie-Sounds. Also Zombies, die auf jeden Fall am Sterben sind. Ich esse mal ganz kurz hier so ein bisschen. Und wir sehen jetzt, hier ist auch viel Fleisch schon... Es brennt! Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was ist das denn? Hä? Warum brennt hier alles? Oh mein Gott, Alter, warte mal. Ich nehme das Bett mit. Hier ist alles voll mit Lava! Oh, jetzt muss ich aufpassen. Also es tropft auf jeden Fall Lava hier herunter. Wir sehen es eindeutig. Die Frage ist jetzt nur, wir dürfen keinen falschen Block abbauen. Oh Gott, warte mal. Ich nehme jetzt mal kurz hier diesen Stein, Block, und stelle mich da am besten mal drauf. Und wir sehen... Oh, da fließt Lava durch. Da fließt Lava durch, Leute. Wir haben überall einfach mal Lava. WTF, was ist hier passiert? Also die einzige Option, um den Ganzen jetzt, glaube ich, auszuweichen, ist, sich hier mit so einer Art Tunnel herauszubauen. Aber auch hier muss ich aufpassen, weil wir hören, es brennt ja wirklich gefühlt alles. Alles in diesem Villager-Dorf brennt anscheinend. Ey, wir waren nur kurz in der Nacht schlafen und schon auf einmal passiert sowas hier. Alter Schwede. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, wie weit ich mich jetzt hier weiterbauen muss. Keine Ahnung. Einfach mal mich jetzt hier so langsam rantasten. Oh, hier scheint alles wieder okay zu sein. Und... Alter! Das ganze Villager-Dorf ist kaputt gegangen. Junge, schaut euch das mal an. Sogar nur dieses kleine Weizenfeld ist nicht kaputt. Oh mein Gott, selbst der Eisengolem, der stirbt, glaube ich, oder? Ich hab irgendwas gehört. Ja, was ist denn da drunter? Der Eisengolem versucht sich zu retten. Wie ist der denn da runtergekommen? Wie kommt man denn da runter? Wie hat der Eisengolem das geschafft vor allem? Ich check hier gar nichts mehr, Freunde. Ich check hier gar nichts mehr. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass irgendwas hier in der Welt sein muss, Freunde. So ein Dorf fängt hier nicht einfach so an zu brennen. Alter Schwede. Okay, also ich muss sagen, das ist spooky. Oh Gott, hier fließt noch mehr Lava. Leute, ich werde mich jetzt auf jeden Fall von diesem Dorf trennen, weil ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob wir schon gesehen wurden von Entity, von Null meine ich natürlich. Aber dass genau unser Dorf kaputt gegangen ist, kann kein Zufall sein. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein anderes Villager-Dorf noch finden. Ich muss ja auch echt sagen, dieses Biom zieht sich schon echt ein bisschen durch die Gegend, also dieses Schneebiom. Aber ich finde es so interessant, weil es in der alten Version genauso war. Also in der 1.2.5, da waren wir ja auch in einem Schneegebiet unterwegs, als wir gespawnt sind. Deswegen krass, dass es auf jeden Fall gleich geblieben ist. Schaut euch das mal an. Ein Kreuz. Ein schwarzes Kreuz. Das sieht genauso aus. Also nicht genauso, aber von den Farben, wenn man das Farben nennen kann. Ist einfach auch genau schwarz wie Null. Mit roten Fackeln. Alt. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Und was ist hier? Da steht aber, es steht nichts drauf. Nichts steht dort drauf. Ist hier noch eins vielleicht? Wenn wir höher gehen oder so? Es sieht jetzt nicht so danach aus. Ach, ich muss sagen, es ist schon ein bisschen gruselig. Ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube schon, dass Null in dieser Welt sein könnte. Nach diesen ganzen Hinweisen, die wir hier gesehen haben. Weil alles andere würde für mich auf jeden Fall keinen Sinn machen. Wir suchen jetzt erstmal, wie gesagt, nach einem anderen Biom. Vielleicht... Ah, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das sind genau diese Pyramiden schon wieder. Ey, es ist der Wahnsinn, Leute. Das zieht sich ja wirklich hier durch die komplette Minecraft-Welt. Ich dachte schon, da hinten ist jetzt Null, aber nein. Alter Schwede. Sehr, sehr spooky, Leute. Sehr, sehr spooky auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Kohle mit für den Fall der Fälle, dass wir ja irgendwie noch in die Mine gehen oder so. Das kann man ja immer benötigen oder irgendwas durchschmelzen im Ofen. Also irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas scheint hier in dieser Welt zu sein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es macht mir echt ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass unser Spiel vielleicht sogar crashen könnte oder dass, weiß nicht, Null vielleicht uns angreift. Ich weiß es ja nicht, weil ich meine, Herobrine zum Beispiel hat uns nicht angegriffen. Oh, ich dachte schon da hinten. Der ist einfach nur aufgetaucht und ist dann auch wieder verschwunden. Aber ich weiß halt nicht, ob Null, also
Nal soll ja eigentlich die gleichen Verhaltensweisen haben, zeigt sich allerdings auch schon sehr lange nicht, muss man dazu sagen. Also er könnte mittlerweile auch schon auftauchen. Aber ich würde sagen, wir sehen erst mal, guck mal hier auch. Selbst, guck mal, selbst in solchen Bäumen wird das rein erstellt, diese Pyramiden. Aber da ist nichts drin, oder? Da ist nichts drin. Nee, da ist nichts drin. Diese Pyramiden, die sind ein Anzeichen, Leute, davon, dass hier Nal in dieser Welt sein muss. 100%. Da könnte ich drauf wetten. Ey, Leute, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Das ist spooky. Das sieht richtig krass aus. Schaut euch das mal an. Alter Schwede, wie tief geht's hier bitte schön herunter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, bewegt sich da unten irgendwas? Das ist, glaube ich, Seegras oder sowas, ne? Weil alles andere würde keinen Sinn machen. Mittlerweile ist auch schon wieder Nacht geworden. Und ich muss sagen, oh, hier brennt auch schon wieder irgendwas. Also diese Welt scheint auf jeden Fall ein bisschen komisch zu sein. Und bevor es jetzt hier wieder richtig dunkel wird, hätte ich sogar gesagt, können wir einfach irgendwo hier unser Bett platzieren. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder auch keinen Sinn macht. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja noch Kohle. Komm, dann können wir theoretisch hier die Kohle nutzen. Und ich platziere jetzt einfach mal hier unser Bett. Oder wir könnten eigentlich in dieser Pyramide schlafen gehen. Oh, Leute, ich weiß gerade nicht. Ich bin voll verwirrt, weil ich irgendwie... Ich finde das gerade so komisch hier alles, dass ich weiß nicht, so, also ein bisschen spooky auf jeden Fall. Komm, wir machen es einfach. Wir platzieren jetzt hier irgendwo unser Bett oder wir bauen uns einfach in so einen Berg herein, weil, ja, ich will jetzt auch nicht die ganze Nacht hier irgendwie durch die Gegend sinnlos herumlaufen. Das macht jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Aber natürlich immer noch mit dem Hintergedanken, dass wir uns ein bisschen umschauen. Dann hier, ja, Haus sieht jetzt nicht so schön aus, muss ich dazu sagen. Aber Hauptsache, wir können da reingehen und schlafen. Das denke ich mal, ist Wichtigste an der ganzen Sache. Oder ist hier noch irgendwas? Oh Gott, Leute, ich wurde richtig hops genommen. Schaut euch das mal an. Oh, das war knapp. Ich wurde fast richtig hops genommen. Sagen wir es mal so. Oh mein Gott, die Mobs werden auch hops genommen. Ey, ich weiß nicht, dass das sogar eine Falle ist von Nal. Habt ihr es gesehen? Das war Snow Powder. Und zum Beispiel die Zombies da hinten, die sind schon am Sterben. Die sind schon am Sterben. Ich konnte mich jetzt hier noch mit Dreck retten, von dem her alles gar kein Problem. Aber das war auf jeden Fall eine knappe Angelegenheit. Ich laufe jetzt hier einfach nochmal gerade ein bisschen durch die Gegend und leuchte das hier so ein bisschen aus, weil ich sehen will, ob vielleicht nicht doch irgendwas erscheint, weil ich habe immer das Gefühl, dass es passiert ist in den letzten Videos. Wenn wir uns gerade so ein bisschen von der Basis entfernt haben, vielleicht sollte ich einfach mal schon mal das Bett platzieren und dann noch ein bisschen herumlaufen. Deswegen, Bett ist jetzt einfach mal platziert, Crafting Table packe ich einfach mal in die Wand herein und wir machen uns einfach so eine provisorische Tür hier herein. So, zack. Und perfekt. So, dann würde ich sagen, packen wir es so herein. Boah, dieses Skelett kann ich jetzt hier so runterschubsen. Schaut euch das mal an. Oh, ich dachte, ich kann es weiter herunterschubsen. Das wäre natürlich nochmal krasser gewesen. Also, ich habe jetzt hier auch die ganze Gegend ausgeleuchtet, aber wir sehen, hier ist kein Nal weit und breit aktuell. Ah, es ärgert mich ein bisschen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, vielleicht sollten wir einfach schlafen gehen. Ich meine, ich bin jetzt hier schon ein bisschen rumgelaufen. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich bin jetzt schon echt lange rumgelaufen und es passiert halt nichts. Deswegen gehe ich einfach mal schlafen und wir gucken mal, ob sich vielleicht irgendwas am zweiten Tag verändert. Vielleicht kann es auch daran liegen. Hä? Achso, wegen der Decke, glaube ich, haben wir Schaden bekommen, oder? Ich würde schon sagen, warum haben wir Schaden bekommen? Ja, wie dem auch sei, ich denke mal, wir haben jetzt Schaden bekommen, weil das Haus zu klein ist, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Aber, ja. Trotzdem sehen wir auch jetzt kein Nal weit und breit. Können wir uns nochmal hier umschauen. Ich steige nochmal ganz kurz hier so auf so einen Baum oder so drauf, würde ich sagen. Ändert das hier nochmal irgendwas. Aber auch hier sehe ich keinen Nal-Skin. Okay, aber wir haben ja schon mal ein paar Zeichen bekommen. Deswegen würde ich das Ganze jetzt auch gar nicht so schlecht sehen. Weil im Endeffekt, wenn jetzt hier diese Welt ganz normal wäre, dann würde ich es verstehen. Aber oh, schaffen wir es da runter? Okay, wir schaffen es runter, oder? Jawohl, sehr schön. Und ich habe jetzt hier aus diesem Schneebiom heraus noch ein Villager-Dorf gefunden. Vielleicht finden wir hier auch nochmal irgendwelche Hinweise. Auf dem ersten Blick zumindest sieht es auch alles relativ normal aus, würde ich behaupten. Ich glaube tatsächlich, dass wir aber hier ein bisschen was an Essen mitnehmen können. Das wäre super. Weil ich habe gar nichts mehr, um genau zu sein. Also das ganze Fleisch ist jetzt auf jeden Fall weg, aber es sieht auch nicht so aus, als wären hier Heublöcke. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber vielleicht finden wir noch in den Truhen was zu essen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nochmal in eine Mine reingehen, weil irgendwie tut sich hier gerade nichts. Ich werde einfach die Aufnahmen mitlaufen lassen. Aber, ja, solange sich hier nichts tut, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, euch mitzunehmen. Also hier sehe ich einen Enderman, aber kein Nal. Sieht alles echt normal aus irgendwie. Verdächtig normal.
So, Fleisch ist jetzt ja auch durch. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Ah, Alter! Oh mein Gott! Oh! Boah! Ey, nee. Oh mein Gott, Alter, hat mich das jetzt erschrocken. Was war das denn? Boah, hab ich mich erschrocken. Alter, wie so ein Stalker ist der auf einmal hinter mir und schaut mich an. Alter, hat mich das erschrocken. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich muss sagen, jetzt am Tag habe ich damit absolut nicht mehr gerechnet. Besonders, weil ich ja die ganze Zeit hier schon durch die Welt gelaufen bin. Alter, hat der mich jetzt hier erschrocken. Boah. Aber, Leute, ich muss ganz klar sagen, wir haben gesehen, dass Null in dieser Welt ist. Und ich darf nicht vergessen, die Öfen hier mitzunehmen. Junge, hat der mich erschrocken. Ich komme nicht drauf klar, Leute. Okay, ich wurde jetzt ganz kurz angerufen, deswegen muss ich einmal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Es geht jetzt auch schon wieder Nacht, der Nacht zu. Deshalb würde ich sagen, wir suchen uns einfach jetzt unsere alte Basis. Wobei, boah, ich weiß nicht mal, ob ich die finde. Ein Bett habe ich jetzt aber auch nicht mitgenommen. Ich muss sagen, die Nacht wird jetzt, glaube ich, echt heftig. Also wenn jetzt Null schon einmal erschienen ist, dann wird das auf jeden Fall, denke ich mal, nicht das letzte Mal gewesen sein. Deswegen schaue ich mich gerade auch schon so um wie so ein Psychopath. Das war heftig gerade. Leute, ich weiß nicht, wo ich entlang gelaufen bin, aber ich kann euch nur sagen, ich habe hier nochmal das hier gefunden. Das sieht einfach aus wie ein Gebiet, wo die ganzen Bäume ja abgestorben sind. Und ah! Oh! Und genau da taucht er auf. Ey, ich muss sagen, das ist zu krass, Leute. Wir werden verfolgt. Wir werden auf jeden Fall verfolgt. Ich habe auch keine Wolle oder so am Start, um mich schlafen zu legen, weil ich würde jetzt am liebsten schlafen gehen. Ey, der macht mir, also ich muss sagen, der ist schon spooky. Null ist auf jeden Fall sehr krass. Ich versuche jetzt hier gerade so beim Vorbeigehen einfach mal ein paar Schafe zu töten. In der Hoffnung, dass ich genug Wolle sammle, um mir ein Bett zu machen. Das sollte ausreichen, Leute. Das sollte ausreichen. Weil ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen. Ist mir komplett egal. Ich weiß jetzt nicht, wo wir genau schlafen gehen sollen. Aber ich baue mich, glaube ich, einfach ein in so einen Berg oder... Boah, ich habe ja sogar ein paar Steine. Komm. Ich mache jetzt einfach so ein ganz gammeliges Steinhaus hier. Ist auch komplett egal, wie das aussieht. Oh, jetzt nerven mich ja auch noch die ganzen Zombies und so. Ey, Leute, es ist zu krass. Also, es ist wirklich zu krass. So. Und wir sehen, okay, einmal abbauen hier, einmal abbauen, zack. So, oh, jetzt kommen die ganzen Monster. Ey, als hätten wir nicht schon genug Stress an der Backe. Müssen uns noch diese ganzen Monster hier nerven. So, und hier auch nochmal zu. Ich werde jetzt einfach mal irgendwelche Sachen nutzen. Ach, Junge, es ist so nervig. Es ist so nervig. Ich will doch nur schlafen gehen. Jetzt geht doch meine Axt kaputt. Oh, okay. Der war da. 100% war der vor mir, oder? Oder? Ich meine schon. Ey, Leute, man wird hier schon paranoid. Ich sag's euch, wie es ist. Der war, glaube ich, vor mir. Ey, Leute, es ist der Wahnsinn. Ist doch egal. Ich baue mich jetzt hier ein. Zack. Man sieht jetzt gar nichts. Ich weiß, Leute, kann ich jetzt auch nichts für. So, ich gehe jetzt hier einfach schlafen. So, ich gehe schlafen. Zack. Bett platziere ich hier. Und gute Nacht. Wo sind wir? Redstone-Fackeln? Mein Bett? Ich habe nichts mehr im Inventar? Also, wo sind wir denn gelandet? In was für einem Tunnel? Leute, ich check hier gar nichts mehr. Ist hier wieder Null oder was? Ey, ich check hier wirklich gar nichts mehr. Was ist hier passiert? Irgend so ein Drachenei ist hier? Eine Ender-Chest? Und da sind 4 Wither-Rosen und ein Kopf. Leute, was zur Hölle geht hier ab? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Ich platziere mal die Rosen. Muss ich das hier irgendwie drüber platzieren oder so? Da passiert aber nichts. Was ist das denn? Ich habe diesen Kopf abgebaut und auf einmal ist hier so ein... Was ist das hier? Ist ein Blitz eingeschlagen und ein Schwert, ein schwarzes Schwert. Hä? Oh mein Gott, wir sind Null!